Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Index-Sektion der Formationstrader. Heute ist Samstag, der 23. Juni 2018, und ich finde, der Dow Jones bildet gerade eine durchaus interessante Formation, befindet sich in einer interessanten Konstellation, und das würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Ich weiß, dass Sie es sonst von Finanzmarktanalysten gewohnt sind, dass sie Ihnen sagen, der Markt macht als nächstes das und dann passiert das. Und dann kommen Sie raus und sagen, Sie haben recht gehabt, und wenn Sie nicht recht hatten, dann reden Sie nicht mehr darüber. Ich werde Ihnen das wieder mal am heutigen Tag nicht sagen können, was als nächstes passiert, aber ich werde Ihnen sagen, was passieren muss, damit ich ein Short interessant finde. Und was passieren muss, damit ich ein Long interessant finde, und warum ich gerade zumindest wieder anfange, mit einer möglichen Short-Position zu liebäugeln. Bevor wir das aber miteinander besprechen, müssen wir eines verstanden haben. Falls Sie regelmäßig mit dabei sind, dann werden Sie sich daran erinnern, wir hatten hier miteinander darüber gesprochen, Leute, der Dow Jones hat hier eine horizontale Unterstützung und es wird einmal, zweimal, dreimal angelaufen, und falls wir da drunter fallen, dann haben wir das Potenzial, in Richtung 24.200 zu laufen. Das hat nicht ganz gepasst. Der Dow hat das um 60 Punkte verpasst und ist wieder zurückgekommen. Und ich hatte euch gesagt, für den Fall, dass der wieder hier zurückkommt, würde ich auf Break-Even aus dieser Position rausgehen. Also ein Trade, plus minus null, sind wir rausgegangen. Was danach passiert ist, war, dass der Dow wieder über diese Horizontale drüber gegangen ist und dann in so eine ganz enge Konsolidierung übergegangen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, falls aus dieser Konsolidierung ein Ausbruch stattfindet, dann konservatives Ziel 25.100, aber durchaus das Potenzial, 25.370 zu machen. Hier ist die 61% die Tracement-Marke und der Dow machte die 25.400, also 30 Punkte drüber. Ich hatte Ihnen gesagt, ich würde hier mit einem ganz engen Stop arbeiten. Und schauen Sie sich das an, ansonsten hätte man nicht nur die ganzen Gewinne abgegeben, die schönen 500 Punkte, sondern man wäre jetzt sogar in den Miesen. So, was wir ja hier zuletzt hatten und nach wie vor auch haben, ist ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, und wir haben hier wieder ein höheres Tief. Also eigentlich ist ja der Trend noch da. Ja, und doch muss man eines sagen. Wenn man sich das anguckt, die letzte Aufwärtsbewegung, die ist fast zu 100% in der Gegenbewegung abgebaut worden. Also eine Bewegung hoch und sofort fast komplett wieder zurück. Das ist zumindest, bitte beachten Sie meine Wortwahl und was wir gleich noch brauchen werden, eine mögliche Schwäche. Das ist eine mögliche umgedrehte V-Formation. Jetzt haben wir hier nicht gerade die allergrößte Dynamik in dieser Marktphase, sondern wir haben es eher so, dass Stärke verkauft wird und Schwäche gekauft wird. Und das kann auch hier wieder passieren. Aber eines ist mir wichtig. Ich lasse mal hier diese umgedrehte V-Formation, diese mögliche umgedrehte V-Formation stehen. Wir haben hier eine grüne aufwärtsgerichtete Linie. Das ist Unterstützung, nicht ganz ran. Unterstützung, 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 Unterstützung auf Schlusskursbasis. Das haben wir schon etliche Male getestet. Knapp drunter ist die 200-Tage-Linie, die normal gleitende. Darunter ist die exponentielle. Und dann haben wir, wenn wir die letzten Schatten miteinander verbinden, auch noch eine Linie. Sie werden hoffentlich und zu Recht sagen, willst du tatsächlich da durchtraden, Kerl? Nachdem der Markt von 25.400 immerhin 800 Punkte abgegeben hat? Nein. Was mich interessiert, ist, was in den nächsten Tagen passiert. Für den Fall, dass es den Dow Bullen nicht gelingen sollte, über die 20-Tage-Linie wieder drüber zu gehen, für den Fall, dass wir hier so eine Seitwärtsbewegung bekommen, und möglicherweise sogar hier diese kleine offene Lücke, ich kann Ihnen das so in einer Stunde zeigen, hier ist noch eine offene Lücke, bis 25.000. Vielleicht noch zumachen, aber nicht darüber hinaus und dann hier so liegen bleiben. Das heißt, diese umgedrehte V-Formation sorgt nicht dafür, dass der Markt sofort wieder nach oben springt, sondern dass wir so seitwärts laufen und vielleicht sogar diese Linie nehmen. Und dann kommt auch die 200-Tage-Linie dazu. Und wenn dann aus einer Konsolidierung heraus die nächste Welle kommt, dann hat der Markt durchaus das Potenzial, 500 Punkte zumindest hier an diesen Schatten ranzulaufen. Und dann wäre die 200-Tage-Linie, mit der wir jetzt ja auch schon etliche Male gekämpft haben, durch.
Das wäre so die spekulative Variante. Die konservative Variante ist, der Markt bleibt liegen, muss er erstmal machen, fällt durch, dann gucken wir uns das alles an und gucken, mit wie viel Dynamik und wie viel Volumen das zustande kommt. Da kann man noch sagen, hey, Moment mal, wir haben jetzt nämlich ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, aber ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief. Oh, der Trend hat sich gewandelt und wir sind auf der falschen Seite der 200-Tage-Linie. Und jeden Pullback in Richtung der 200-Tage-Linie könnte man dann shorten. Ich hoffe, das ist verständlich. Also entweder aus der Konsolidierung heraus, würde es mich interessieren, dann die tieferen Tiefs zu traden oder zu gucken, dass er das alles rausnimmt. Und wenn er das alles rausgenommen hat, dann im Pullback die nächste Welle. Dann auch eine größere Wahrscheinlichkeit, wenn man das durchbrechen ließe und den Pullback tradete, dann mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass man in Richtung 23.300 geht. Noch ist aber der Wochenchart zu stark, um über dieses Szenario zu sprechen. Wir brauchen noch ein paar Tage, bevor wir wirklich sagen können, okay, der Markt kann das und der Markt wird es so machen. Was ist denn eigentlich mit der Long-Seite? Okay, wir nehmen jetzt mal diese umgedrehte V-Formation raus. Interessant wäre es tatsächlich, falls die Bullen dann so etwas machen. Relativ rasch hochlaufen, relativ rasch zurücklaufen und hier wieder im Kleinen eine kleine Trendumkehr bilden oder dann die Unterstützung. Und deswegen jetzt gerade muss man sagen, also der Dow Jones hat in, warten Sie mal, wenn wir jetzt diese Konsolidierung auslassen, 1, 2, 3, 4, 5 Handelstagen immerhin. Von wo habe ich gezählt? Von hier, glaube ich. 700 Punkte abgegeben, 3%. Der hat das Potenzial, ein bisschen zu konsolidieren. Und dann gucken wir, was das der Konsolidierung macht. Im Moment, aufgrund dieser Bewegung, schaue ich ein bisschen mehr nach unten, ohne eine Position darin zu haben. Falls Sie sagen, was ist denn eigentlich mit dem DAX? Der DAX hat eine Doppeltop-Formation gebildet über den Tageschart. Darüber haben wir am Freitag miteinander gesprochen. Das verlinke ich Ihnen hier in dieses Video hinein. Und das können Sie sich auch und sehr gerne und herzlich anschauen, wenn Sie daran interessiert sind. Und ansonsten, falls Sie das erste Mal diese Videos schauen und sagen, ja, aus Sicht eines Traders und nicht Finanzmarktanalyse, da ist die nächste Unterstützung, da ist der nächste Widerstand, sondern wo dann richtig aus Sicht eines Traders die Setups angesehen werden. Sie sind herzlich eingeladen zu kommentieren, zu liken, uns zu abonnieren oder besuchen Sie gerne unsere Homepage www.formationstrader.de für weitere auch schriftliche Analysen. Lassen Sie es sich richtig gut gehen.